5 Punktgewinne in Folge für Steffi Graf. Nach einem 0-40 Rückstand, respektive einer 40-0 Führung der aufschlagenden Mirjana Lucic, nun die 6-5 Führung für Steffi Graf und vielleicht eine Art Vorentscheidung in diesem Finale des mit $250.000 dotierten Turniers von Straßburg. Immer wieder das gewohnte Bild, wenn Steffi Graf selbst die Initiative ergreifen kann, Druck ausüben kann auf ihre Gegnerin, wie in dieser Situation, dann ist sie auch erfolgreich, denn dann produziert Mirjana Lucic einige Notschläge, wie eben dieser praktisch als Lob zurückgespielte Ball, den sie mit Mühe mit der Vorhand überhaupt nur erreichen konnte. Steffi Graf braucht ja Selbstvertrauen und Sicherheit, um zu ihrem Spiel zu finden. Das ist alles noch nicht hundertprozentig wieder gegeben. Aber ich denke, dass diese Woche von Straßburg einen Fortschritt gebracht hat im Spiel von Steffi Graf, die jetzt bei eigenem Aufschlag die Möglichkeit hat, dieses Finale zu ihren Gunsten zu entscheiden und zu ihrem 103. Turniersieg zu kommen. Zero thirty, love third. Qu'est-ce qui se passe si ça se termine avant 16h15? Der Ball ist im Aus und Steffi Graf hat Matchball nach einer Stunde und 22 Minuten. Aus. Glückwunsch an Steffi Graf, die zu ihrem 103. Turniersieg kommt, hier in Straßburg durch einen Finalsieg mit 6-2 und 7-5 gegen Mirjana Lucic, die in vielen Situationen unter Beweis gestellt hat, dass sie ein ganz, ganz großes Talent ist. Schließlich ist sie erst 15 Jahre alt. Die Woche von Straßburg, sie hat sich für Steffi Graf gelohnt. Sie ist noch nicht wieder so weit, wie sie eigentlich sein möchte. Aber das war ein wichtiger Schritt im Hinblick auf eine erfolgreiche Titelverteidigung beim Grand Slam Turnier von Roland Garros, das ja übermorgen beginnt. Also Zweisatzerfolg für Steffi Graf im Finale von Straßburg gegen Mirjana Lucic. Und mit dieser Zeitlupenstudie der Siegerin verabschieden wir uns aus Straßburg und geben ab nach Hamburg zur Tagesschau.